So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie zur dritten Gesprächsrunde mit Professor Dr. Elmar Wienecke, Sportwissenschaftler aus Deutschland. Herzlich willkommen, Herr Professor. Vielen Dank, dass Sie schon zum dritten Mal zur Verfügung stehen. Es ist so ein wichtiges Thema. Es brennt mir, es brennt Ihnen auf dem Herzen und ich hoffe vielen Zuschauern auch, dass man eben mit Mikronährstoffen so viel im Leben, in der Gesundheit verbessern kann. Wir möchten uns ein bisschen über Ihr Institut unterhalten und Ihre Datensammlung. Ich weiß, Sie haben ja Bücher geschrieben und da gibt es eine Datensammlung von Blutwerten von Spitzensportlern. Können Sie uns dann ein bisschen darüber erzählen, was Sie da machen und warum Sie das sammeln, worum es hier geht? Ja, das ist ja so, dass ich habe ja gerade gesagt, dass wir früher nur reine Spitzensportler untersucht haben und mittlerweile natürlich aufgrund der vielen und großzügigen Analysen und ganzheitlichen Analysen im Grunde genommen festgestellt haben, ein kleines Beispiel, Cortisol-Tagesprofile sind Speichelprofile, die die Stressbelastung des Menschen widerspiegeln und ganz wichtig, viele der Spitzensportler kommen in einen sogenannten Hypokortisolismus. Das heißt, die können kein Cortisol mehr bilden, weil das Adrenergesystem völlig überfordert ist. Das heißt, Überlastungsreaktionen zeigen sich häufig dadurch, was viele nicht wissen, dass sich kein Cortisol mehr bilden kann. Das ist die schlimmste Form des Adrenalin. Wenn Sie schon einen ganz flachen Kurvenverlauf haben, morgens Werte so um 3 bis 4 Nanogramm pro Milliliter, dann kann ich Ihnen schon sagen, das ist kurz vor Burnout. So, und da konnte man eben sehen, in Verbindung mit dieser, Sie kennen das selbst, mit der 24-Stunden-HRV-Messung, wo Sie die vegetativen Komponenten messen, wo Sie über bestimmte zellulären Analysen sprechen und Sie haben gerade angesprochen, was messen wir? Und das ist leider so, es gab bisher, und da haben wir im Laufe der letzten Jahre eine 7-stellige Summe, also mehrere Millionen Euro investiert, um eine Datenbank zu haben, wo ich wirklich Birnen mit Birnen vergleichen kann. Ich will Ihnen das an einem Beispiel erklären. Mhm. Ihr stellen sich vor, Sie als Arzt haben jetzt Blutwerte und diese Blutwerte, Sie untersuchen bestimmte Faktoren, schicken das zu einem Laborzentrum. Das Laborzentrum weiß eigentlich, ist es Mann, ist es Frau, wie groß, wie schwer. Mehr nicht. So, weil Sie, und das wissen Sie, die Daten nicht weitergeben dürfen, weil es gibt auch noch Datenschutz. So, jetzt kommt aber die Bewertung, gut oder nicht gut. Und da habe ich irgendwann gesagt, wie willst du denn den Fußballer, den Handballer, den Kampfsportler, da hast du eine Range von links nach rechts, alle Sportler sind in diesem Range. Das ist völlig falsch, geht doch gar nicht, weil jeder doch völlig unterschiedliche Voraussetzungen hat. Also haben wir mit Hilfe dieser Datenbank über Algorithmen, also das war, glauben Sie mir, das hört sich jetzt einfach an, ich habe über 4, 5 Jahre mit einem Informatiker zusammengearbeitet. Wir haben uns fast geschlagen, weil der nicht verstanden hat, was ich wollte. Weil ich bin kein Informatiker. Ich habe gesagt, ich will das. Was möchte ich erreichen? Ich möchte irgendwann, dass wir wirklich auch valide Daten haben. Also Beispiel, Sie sind ja Mediziner und Sie wissen, gerade im onkologischen Bereich ist es doch so, der Patient kommt zu Ihnen hin, Sie machen eine Blutanalyse und viele Ihrer Kollegen sagen, es liegt nichts vor. Ja, stimmt, auf der Serumebene, auf der sogenannten oberen Ebene. Und wir haben ja Kompartimentsysteme. Und unser Kompartimentsystem ist so aufgebaut, dass wir zunächst alle körpereigenen Ressourcen angreifen, gebrauchen und energetisch umsetzen. Aber wenn wir das getan haben, dann gehen wir an unsere persönliche Grundsubstanz. Und dann tritt irgendein gesundheitliches Problem auf. Zum Beispiel bei der jungen Dame war es die Haare, bei dem René war es die Polymorphie Aromatik, der hat viel zu intensiv Sport getrieben. So, und das ist das Resultat. Und wenn man jetzt eine Bewertung haben möchte, eine normale Bewertung, ist es gar nicht möglich. Ob Sie das glauben oder nicht, ich war in Amerika, ich war in Moskau. Ich habe nirgendwo eine Mikronährstoffdatenbank gesehen, die differenziert nach Alter, Geschlecht, sportlicher Aktivität, Befindlichkeitsstörungen, was auch immer, differenzieren konnte. Und da habe ich gesagt, wenn ich denn irgendwann die Erde verlassen sollte, es ist noch nicht so weit, also es dauert noch ein paar Jahre, dann ist es so, möchte ich doch wenigstens auch irgendwann eine Datenbank haben, wo wir valide vergleichen können, wo der Sportler, der Nicht-Sportler, der Erkrankte auch bewertet werden kann.
was jetzt hier passiert in der Lüscher, das spreche ich mit Sicherheit aus dem Herzen, was Sie erleben, zu uns kommen viele in der Chemotherapie oder was auch immer und wollen wissen, wie ist mein Mikronährstoffstatus. Und was passiert? Die Leute machen die normale, routinemäßige Serumuntersuchung. Oder sie machen eine Vollblutanalyse. Ja, machen sie, aber die Vollblutanalyse unterliegt kurzfristig einer Ernährungsveränderung. Die zelluläre Struktur, die erythrozytäre Struktur, die ist aber im Grunde genommen ein Langzeitparameter und die muss ich messen. Und wenn ich diese verschiedenen Parameter zusammenziehe, Cortisol, 24 Stunden HV-Messung, Schilddrüsenschiede, was, dann habe ich ein gesamtes Bild. Und das ist ganz entscheidend. Und gerade, wenn Sie auch, die Frage war auch spitzen auf Manager gezogen. Ich will Ihnen nur ein kleines Beispiel geben. Wir haben über 10.000 Manager untersucht und keiner von denen hat nach meinem Grundverständnis in dem Referenzbereich gelegen, der vegetativ von der Schilddrüse für diese Menschen angebracht war. Die haben gelegen, der Normbereich vegetativ zwischen 1,6 und 2,2 TSH basal. Wo haben die gelegen? Kleiner 0,8, kleiner 0,7 oder größer 2,5. Das heißt immer vegetativ Dysregulation, ausgelöst von der Schilddrüse. Mhm. Welche Mikronährstoffe, denken Sie, sind am schlimmsten bei den Sportlern? Also ganz der Mangel, schlimm, meine ich. Ganz, ganz schlimm sind vor allen Dingen, das muss man sagen, die Aminosäuren. Die Aminosäuren sind ja Bausteine und die kann man, das muss ich jetzt fair, aber die kann man nicht zellulär messen. Auch das ist ein ganz wichtiger Irrtum. Die kann man, wir haben das gemacht, 1000 Analysen gemacht und auf der zellulären Ebene geht das beim Aminosäuren nicht. Warum? Weil die Aminosäuren können nicht gespeichert werden. Die werden jeden Tag verbraucht. Und das bedeutet im Grunde genommen, dass zum Beispiel, wenn wir wissen, dass Menschen nicht gut schlafen können, viele Faktoren eintreten, Stressbelastung zu hoch werden, das liegt häufig daran, die spezielle Aminosäure Phenylalanin, Tryptophan und Tyrosin fehlen. Das heißt, der Organismus, die Biochemie des Gehirnstoffwechsels funktioniert nicht mehr. Und das führt in ein biochemisches Desaster. Diese Menschen gehen alle ganz schnell in Richtung Burnout. Und man könnte so viel vermeiden, wenn man den Menschen das gibt, was ihm fehlt. Und ich habe Ihnen gesagt, ich bin fest davon überzeugt, auch durch den Studiengang, den wir jetzt initiiert haben, dass wir in 5, 6, 7 Jahren, dass alle Menschen zu Ihnen, zu Ihren Kollegen gehen und der Kollege macht erstmal eine richtige zelluläre Analyse, gibt, was fehlt. Wenn dann Medikamente notwendig sein sollten, dann muss das tun. Aber erst dann. Leider läuft das heute ganz anders ab. Du guckst dir erst an, was fehlt und dann kriegst ein Medikament und dann hast du damit aber nicht nur das Symptom bekämpft, nicht die Ursache. Und der Vorwurf ist auch kein Vorwurf an Ihre Kollegen, an die Ärzte, sondern einfach nur der Zeitfaktor. Mhm. Wenn man ganz ehrlich ist, der Patient kommt zu Ihnen und möchte Hilfe. Dann brauchen Sie Zeit für ihn. Genau. Jetzt stellen Sie sich mal eine routinemäßige Arztpraxis vor. Ich habe ja befreundete Ärzte, die sagen, weißt du was, ich habe am Tag 150 Patienten. Wenn ich das so machen würde wie du, ich sage, ich habe 3. Dann sage ich, oh schön, sag, bei 3 Leuten kannst du das super machen. Ich sage, genau. Nein, ich will damit sagen, wir müssen unsere Maßnahmen auch müssen sich neu definieren. Wir müssen auch bereit sein, nicht nur Krankenkassen für unser Gesundheitssystem verantwortlich zu machen, sondern wir müssen sehen, dass wir im Grunde genommen die Eigenverantwortung der Menschen mitnehmen. Das heißt, wer kommt denn eigentlich zu uns, Herr Lüscher? Es kommen doch die Menschen, die finanziell die Möglichkeiten haben, weil es Selbstzahlerkomponenten sind, die wir machen, zum großen Teil. Aber das kann nicht die Lösung sein. Die Lösung muss eigentlich sein, einen Automatismus zu initiieren, der es möglicht, routinemäßig bei allen Ärzten auf der zellulären Ebene zu messen und nicht oberflächlich. Völlig einverstanden. Das muss das Ziel sein. Es würde ja auch gehen, wenn man eben 40, 50 Patienten im Tag hat, aber sich dessen bewusst ist. Aber ich habe ja alle diese Zusammenhänge auch nicht gelernt. In allen Weiterbildungen, die ich ja auch über mich ergehen lassen muss, kommt nie etwas vor von Mikronährstoffen. Aber Herr Lüscher, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Wir haben vor anderthalb Jahren ein Symposium gehabt mit Marc Warnecke, dem Schwimmweltmeister, dem vielfachen Schwimmweltmeister in Deutschland, und Dr. Günther Beck, den Sie kennen, den Österreicher, der ehemalige Biathlon-Europameister, der auch bei mir studiert hat, der eine Klinik hat, hat er mittlerweile verkauft von 170 Mitarbeitern, 30 angestellten Ärzten.
Und die haben wortwörtlich auf Nachfrage des Publikums, des Auditoriums gesagt, dass sie von dem, was heute Wissensstand ist im Studium, null vermittelt bekommen. Das heißt, es muss so sein, und das habe ich gestern auch an dem Journalisten erklärt. Und dazu hoffe ich, dass wir alle gemeinsam Synergien aufbauen und das evidenzbasiert machen. Denn wenn es evidenzbasiert ist, dann sind wir nicht angreifbar. Dann ist es auch akzeptiert, weil dann wäre es ja so, es ist nicht zufallsbedingt. Das heißt, diese Ergebnisse, ob das die ADS-Studie mal, was auch immer, zu implementieren in die Approbationsordnung der Ärzte. Da hatten wir mal einmal, ich glaube, der Dr. Schmiedl hat gesagt, Herr Wienicke, da leben Sie schon lange nicht mehr. Ja, dann lebe ich nicht. Bis dahin habe ich es wenigstens versucht. Warum? Weil es ist schwer, diesen Gedanken. Denn eins ist doch ganz klar, das muss man in dieser Deutlichkeit sagen. Es wird ja politisch gar nicht gewollt, dass du in diese Situation reingehst. Denn wenn wir ehrlich sind, wenn Sie nur mal das Thema sehen, Pollenallergie in Deutschland macht 13 Milliarden aus. Ich schwöre Ihnen, wenn die zum richtigen Zeitpunkt das Richtige bekommen, reagieren 90% gar nicht mehr auf Pollen. Aber das heißt, es wird eigentlich rein wirtschaftlich von den pharmazeutischen Unternehmen nicht gewünscht. Ja. Und deswegen ist es aber wichtig, dass wir nicht diese Unternehmen angreifen, sondern dass wir den Menschen freistellen, das zu tun, was sie denn tun wollen. Und wir erleben immer, das ist wichtig, Herr Lüscher, immer mehr Menschen, das entspricht ja auch Ihrem permanenten Austausch, den wir haben, dass immer mehr Menschen kommen, die eigenverantwortlich sagen, helfen Sie mir. Was kostet das? Das ist so, ja. Also unsere neue Klinik ist erst ein Jahr alt und alle Ärzte sind 3 Monate ausgebucht. Glaube ich gerne. Die Nachfrage nach biologischer Medizin ist wirklich gestiegen. Das hat natürlich schon auch damit zu tun, was wir machen und unsere Kenntnisse auch dem breiten Publikum zur Verfügung stellen. Das ist mein Herzensanliegen. Ja, das stimmt. Noch Sie sagen, bei Spitzensportlern sind die Mikronährstoffdefizite sehr groß, bei Managern ebenso, aber... Ja, wir haben eine Masterarbeit schreiben lassen. Bei Managern. Die haben wörtliche Aussage, wenn man ganz ehrlich ist und auch das kritisch reflektiert, selbstkritisch reflektiert. Wir haben 110 Manager gehabt, die gesagt haben, bei der täglichen Anforderung, die wir leisten müssen, von morgens bis abends, können wir, egal wie wir das wollen, eigentlich diesen von der Allgemeinheit immer geforderten, ausgewogenen Ernährungsverhalten, die Dinge gar nicht so, weil du bist da, du fliegst, du bist so vielen Faktoren ausgesetzt, wo du keine Chance hast. Also musst du das kompensieren. Und so kompensieren, dass du so machst, dass du nicht irgendwas nimmst, sondern das nimmst, was dir wirklich fehlt. Also ich denke auch, die Anforderungen an Manager sind wahrscheinlich ähnlich wie bei Sportlern. Aber was in der breiten Bevölkerung, ich meine, diese Leute arbeiten auch, die haben auch Stress, ihre Sorgen und so, denken Sie nicht, dass praktisch die ganze Bevölkerung eigentlich Mikronährstoffmangel aufweist? Ja, ich gebe Ihnen mal ein ganz anderes Beispiel. Wir waren ja im Altersheim. Wir haben die Dinge nie öffentlich gemacht, aber ich kann das im Nachhinein ruhig sagen, wir haben 90 Menschen untersucht in einer Altersstruktur von 75 bis 85. Und wenn heute die These aufgestellt wird, dass die Menschen alle dement werden, weil sie älter werden, dann muss ich wirklich lachen. Wenn Sie den Mikronährstoffhaushalt dieser Menschen sehen, die haben kein Zink, kein Selen, keine Aminosäuren, nichts mehr. Wenn Sie das Ernährungsverhalten dieser Menschen sehen, in diesen Großküchen, wissen Sie auch warum. Das heißt, die vielen gesundheitlichen Probleme sind Resultat von langfristigen ernährungsphysiologischen Defiziten mit den gesamten Mineralstoffen und Spurenelementen. Und wenn das Auto schlechtes Benzin bekommt, dann bleibt es stehen. Und wir Menschen müssen uns klar sein, dass wenn wir älter werden, dass wir Darmschleimhautveränderungen haben, dass Resorptionsstörungen da sind bei älteren Menschen. Aber wenn wir von älter sprechen, ich bin ja auch schon 60, fühle mich wie 40, ist aber egal, bin aber 60. So, der entscheidende Faktor ist aber nur, trotzdem muss man sagen, wir wollen alle mit Lebensqualität älter werden, aber dazu musst du auch dem Körper das zuführen, was ihm fehlt. Sie haben Bücher geschrieben, Herr Professor, und ich möchte Ihnen Gelegenheit geben, die Bücher unseren Zuschauern kurz vorzustellen. Vielleicht ich habe nicht nur drei, ich habe schon 17 Bücher geschrieben. 17? Das habe ich nicht gefunden.
Nein, können Sie auch nicht, weil viele Bücher, die gibt es mittlerweile schon gar nicht mehr. Okay. Weil ich schon so alt. Nein, ich hab natürlich damals, das erste Buch, kann ich mich erinnern, was ich geschrieben habe, war Patient Bundesliga. Oh, das war das okay. erste, das war mein Buch aus Frustration meiner nicht erbrachten Karriere als Trainer. Und dann bin ich Fit für freie Radikale war ein Buch mit den Reformhäusern in Deutschland. Dann habe ich ein Buch geschrieben, ich kann das einmal zeigen. Ich habe Wenn Sie es da haben, dürfen Sie gerne die Bücher in die Kamera halten. Warte mal, kleinen Moment, dann hole ich mal eben was. Kleinen Moment, ich hole was. Von der Reihenfolge kann ich nur sagen, bin ich angefangen, hier Patient Bundesliga. Ah, das gibt es noch. Ja. Okay. So, dann das zweite war Fit für freie Radikale. Ja, das kenne ich nicht. Fit für freie Radikale, das war mit den Reformhäusern in Deutschland. Ja. Dann das dritte war Saluto, das Buch für Lebensqualität pur. Mhm. Habe ich geschrieben ein Buch, was wirklich brennt. Sie müssen immer wissen, alles in Deutsch und Englisch. Immer in zwei Sprachen, ja. Nicht nur in Deutsch. Weil wir Deutschen meinen, wir haben die Welt erobert, wir wissen aber zu wenig davon. So, das habe ich gelesen, ja. Ne? Dann habe ich, das nächste war dann, und das kennen Sie auch, Spitzenleistung. Das kenne ich auch, Sport. Ja. So, und jetzt dann haben wir... ein Neues. Ja, ich hatte eins unterschlagen, Fit statt fertig, das war schon ganz alt. Fit statt fertig. Das hat Frau Mohn von der Bertelsmann Stiftung ein nettes Vorwort dazu geschrieben. Das war das zweite nach Patient Bundesliga. Ja. So, und jetzt habe ich das Neueste geschrieben. Und das ist aber wirklich 20 Jahre wissenschaftliche Forschung, bin ich sehr stolz. Und zwar, das ist Mikronährstoffe Meilensteine der Gesundheitsmedizin. Ja. Und das ist wirklich nicht nur Nachschlagewert für Mediziner, sondern eigentlich die Basis und ein Leitfaden, wo wir erkennen können, egal was du machst, egal was du bist, dass alles biochemisch immer zu psychophysischen Konsequenzen führt. Und egal was, welche Erkrankung vorliegt, alles hat was mit der Psyche zu tun. Und wenn es uns gelingen kann, die Biochemie so zu verändern, dass bestimmte Prozesse besser ablaufen, dann bist du im Flow. Dann bist du fühlst dich besser, du bist viel besser drauf. Meine Frau sagt schon manchmal, ich muss dir die ganzen Mikronährstoffe wegnehmen, sonst träume ich nicht nur von Mikronährstoffen, sondern bin nur im Flow. Das ist ganz schlecht. Weil das war jetzt so, nach der letzten Operation, die ich hatte so eine kleine Zahn-OP, da habe ich direkt nach meiner OP dem Kieferchirurgen gesagt, und wir machen eine Studie mit dem Einhalten von Implantaten und Kollagenpeptiden. Da hat er mich angeguckt, der ist doch gerade operiert worden, spielt er jetzt völlig? Weil gerade operiert, erzählt mir, aber glauben Sie mir, den habe ich begeistert. Wir werden eine Studie machen. Viele Menschen haben große Probleme, dass Implantate einwachsen, weil sie entweder metabolische Syndrome haben, beginnende Diabetes haben, aber einfach der Knochenstruktur ist nicht aufgebaut. Mhm. Und dann habe ich noch ein Buch, da bin ich ganz stolz auf, mit einer eigenen DVD, Fit gewinnt. Ein ganz Fit gewinnt, das war meine letzte Zeit, 2007 geschrieben. Das ist zu der Zeit, als ich es in Nürnberg auf dem Internationalen Trainerkongress mit einer eigenen DVD, da ist mein Vater gestorben. Das hat mir sehr wehgetan, weil an dem Tag, wo ich das Buch vorgestellt habe, ist mein Vater verstorben. Da kann ich mich nur sehr gut erinnern. Das ist mir sehr schwer gefallen, damals zu sprechen. Ja. Vielen Dank für diese Bücher. Ich hoffe, dass einige angesprochen sind und diese Bücher auch bestellen. Nein, bitte nur das Neue. Das ist alles alt. Ja, aber immer noch sehr aktuell. Aber eins wichtig noch. Sie kennen das selbst. Das, was Sie kostenlos machen können, können Sie runterladen von der FAM. Das ist, wo wir auch die Studie mit King Nature gemacht haben, wo Sie hier sehen, das ist also Meilensteine der Gesundheitsmedizin. Ja. Beide F12 und 13 können Sie kostenlos als downloaden unter www.fh-mittelstand.de. Gehen auf Button Forschung, gehen auf das Thema Publikationen, auf Heft 12 und können Sie kostenlos downloaden. Ja, super, vielen Dank. Die letzte Frage noch zu diesem Blog. Sie sind ja auch tätig in der Lehre und versuchen junge Ärzte, andere Therapeuten, Fachleute, Physios und Sportchefs und wer alles auszubilden in Mikro-
Nährstoffen. Können Sie uns da zu diesem Studiengang noch etwas sagen? Ja, für mich war es, und das ist ganz wichtig, dass wir heute da stehen und dass ein Journalist schreibt, die neue Dimension der Gesundheitsmedizin. Bis vor 6 oder 7 Jahren stand das alles in so einem luftleeren Raum. Weil wir gesagt haben, ich muss unbedingt, dann habe ich meine Stiftung gegründet, 2013, die Stiftung für Mikronährstoffe, Prävention, Gesundheit, Lebensqualität, eine gemeinnützige GmbH, die ganzen Studien auch mitfinanziert und wo wir immer wieder Gelder sammeln wollen, um zu neuen Ergebnissen kommen zu müssen. Weil der entscheidende Faktor für uns alle ist, wir müssen es nachweisen, dass Mikronährstoffe einen sehr positiven Effekt haben. Je mehr wir davon nachweisen, desto einfacher ist es nachher, dass entsprechend die Menschen es verstehen und auch die Medizin versteht. Das muss man wirklich mal so sagen. Und deswegen habe ich gesagt, wir müssen ein Studium schaffen. Ich war in Berlin, ich war überall. Und dann habe ich das große Glück gehabt, dass ich an der Fachhochschule des Mittelstands in Bielefeld, an der sogenannten FAM Bielefeld, die 8 Außenstationen hat, in München, in Berlin, in Schwerin, in verschiedenen anderen Städten, in Aachen. Die Fachhochschule des Mittelstands hat die Aufgabe gehabt oder hat gesagt, das ist ein interessanter Bereich im Bereich Gesundheit und Soziales, Personal. Und unter diesem Bereich habe ich eine Stiftungsprofessur erhalten, die das Thema hatte Sport, Ernährung, Regulationsmedizin. Und diese Stiftung, dieser Studiengang hat mittlerweile über 48 Teilnehmer ausgebildet und ist da noch bei, die weiter auszubilden. Unter anderem auch Dr. Percy Marshall, RB Leipzig, viele andere orthopädische Chirurgen, aber auch Heilpraktiker, aber auch Menschen, die keinen akademischen Abschluss haben, die machen den Zertifikatsstudiengang. Und mittlerweile, und das ist der große, große Vorteil, brauchen wir nur noch 6-mal im Jahr Präsenz, 1,5 Tage, 6-mal im Jahr, der Rest ist nur noch online. Das heißt, jetzt zu Corona-Zeiten, wissen Sie selbst, ist alles ganz schwer gewesen in Präsenz und dadurch, dass die Hochschule so gut strukturiert im Online-Segment arbeitet, haben wir zum Beispiel 3 Leute aus der Schweiz. Wir haben Leute aus Österreich. Total spannend, die kommen nur 6-mal im Jahr, 1,5 Tage hier nach Bielefeld oder nach Halle in mein Institut und den Rest sind die frei. Dann schreiben sie ihre Masterarbeiten. Aber der Vorteil ist, dass wir mit diesen betreffenden Ärzten, Heilpraktikern, Physiotherapeuten, Ernährungswissenschaftlern ja neue Studien machen. Und diese Studien werden immer wieder veröffentlicht. Und deswegen ist es mittlerweile so, man sagt ja, du bist ja der Papst der Mikronährstoffe. Ja, ist auch nicht ganz falsch. Warum? Weil wir mittlerweile so viele Daten gewinnen konnten, aber die zwar von mir initiiert worden sind. Nein, aber weil das ist ganz entscheidend. Und deswegen habe ich gesagt, es ist wichtig, dass man, wenn man 6-mal im Jahr, 1,5 Tage kann man sich erlauben, der Rest ist online, aber wir sind im Beginn auch langfristig da, neu und weiter zu strukturieren, ist ein dynamischer Prozess. Wir sind noch nicht am Ende, wir werden uns da weiterentwickeln. Und es kommen immer mehr Kinderärzte, es kommen immer mehr junge Menschen oder was mich eigentlich interessieren würde, Menschen auch fort- und weiterzubilden, die im Grunde genommen wirklich Interesse an dem Thema haben. Und deswegen ist das, wir haben ja nur maximal 12 bis 15 Teilnehmer pro Jahr. Das Studium kostet zwischen 400 und 500 Euro, aber monatlich. Aber warum ist das wichtig? Weil Gleichgesinnte mit einem super medizinischen Background ganz anders multiplikativ tätig sind in der Bevölkerung wie andere. Und deswegen sind die gesamten, ich bezeichne es mal, Sie wissen, ich mag diesen Begriff Nahrungsergänzungsmittel nicht. Sie wissen, ich mag das nicht, diesen Begriff, aber egal, sind eigentlich gefordert, Gelder für Forschung zur Verfügung zu stellen, damit man wirklich dokumentieren kann, dass es ohne diese Dinge nicht geht. Herr Professor Winnecke, Sie sprechen mir aus dem Herzen. Ich könnte noch stundenlang Ihnen zuhören, aber die Zuschauer vielleicht nicht mehr. Die laden wir ein, die früheren Videos anzuschauen und wir werden sicher wieder einmal auf Sie zukommen. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich möchte mich herzlich bedanken. Danke, hat mir sehr viel Spaß gemacht.